Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ZIP 2. Morgen Mittag ist Donald Trump als US-Präsident. Geschichte, jedenfalls mal für die nächsten 4 Jahre. Sein letzter Tag, die Amtsübergabe an Joe Biden, boykottiert Donald Trump. Was bleibt von ihm als Präsident? Darüber spreche ich mit dem US-Historiker Timothy Snyder. Kinderkrankheiten. Viele Kindergärten sind trotz Lockdown sehr gut besucht und die Betreuerinnen fühlen sich zu wenig unterstützt. Stichverletzung. Mehrere BürgermeisterInnen haben sich bereits impfen lassen, obwohl sie laut Impfplan noch lange nicht dran sind. Darunter auch der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt. Er ist heute live im Studio. Vor 2,5 Monaten hat er die Wahl gewonnen und morgen Mittag Ortszeit in Washington wird Joe Biden als 46. und bisher ältester Präsident der Vereinigten Staaten angelobt. Es wird eine ungewöhnliche Zeremonie vor dem Kapitol ohne das übliche Massenpublikum, weil nach dem Sturm aufs Parlament vor 2 Wochen die Sicherheitsvorkehrungen noch weiter und extrem verschärft worden sind. Und ungewöhnlich auch, weil Bidens Vorgänger die Amtsübergabe boykottiert. Donald Trump ist vor einer Woche zuletzt öffentlich aufgetreten, am Tag, bevor das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Morgen Vormittag wird er ein allerletztes Mal in die Air Force One einsteigen und nach Florida fliegen. Ab 12 Uhr Mittag ist er Ex-Präsident. Aus Washington, Inka Pi. Donald Trump räumt den Posten und das Weiße Haus. Das Hab und Gut der Familie wird umgesiedelt. Einzelne Souvenirs sind schon abgeholt worden. Auch dieses Bild von Trumps Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Dieser Umzug läuft scheinbar geregelt ab. Im Gegensatz zum Transfer der Macht von Donald Trump zu Joe Biden. Erstmals in der US-Geschichte gibt es keine friedliche Machtübergabe. Kurz vor der Machtübergabe kommt es auch noch zu einem offenen Konflikt. Trump ordnet ein baldiges Ende des Corona-bedingten Einreisestopps unter anderem aus Europa an. Bidens Team widerspricht umgehend. Die Einschränkungen bleiben vorerst. Auch für die morgige Angelobung gibt es weitgehende Einschränkungen. Stattfinden wird die Inauguration ja genau dort, wo sich vor nicht mal 2 Wochen diese Szenen abgespielt haben. Der Sturm aufs Kapitol, bei dem 5 Menschen ums Leben gekommen sind. Aus Sorge vor weiterem Gewaltpotenzial ist Washington zur Hochsicherheitszone geworden. Neben der Polizei sollen etwa 25.000 Soldaten der Nationalgarde für Sicherheit sorgen. Das Gebiet rund um das Kapitol ist großräumig abgesperrt. Dieser Zaun hier ist kilometerlang. Die Anspannung hier ist allgegenwärtig und verunsichert viele. Jeder hier flippt aus. Die haben das ganze Stadtzentrum hermetisch abgeriegelt. So viel Militär und so viel Polizei, das ist echt komisch. Ich wohne hier und verstehe, dass das notwendig ist, aber es hat schon etwas von einer Dystopie. Damit Joe Bidens Ausblick morgen nicht ganz so trist ist, sind 200.000 Fahnen aufgestellt worden. Er wird bei seiner Amtseinführung kaum Menschen sehen, für sie stellvertretend sind aber die Fahnen da. Eine Amtseinführung in Zeiten einer Pandemie und kurz nach einem Angriff auf die Demokratie. Das hat sich der künftige Präsident Joe Biden gewiss anders vorgestellt. Zu Tränen gerührt tritt er heute in seiner Heimat Delaware auf. You know, you've all, it's kind of emotional. For me. Er sagt, sein verstorbener Sohn Bo sollte eigentlich hier stehen und als Präsident angelobt werden. He's not here because we should be introducing him as president. Ruhiger wird es künftig wohl um Donald Trump. Er wird Washington morgen noch vor der Inauguration verlassen und seine Zukunft in seinem Golfclub in Florida planen. Seit Richard Nixon, der nach Watergate zurücktreten musste, war kein US-Präsident so umstritten wie Donald Trump. Aber was bleibt von seinen 4 Jahren im Weißen Haus? Darüber habe ich am Abend mit dem renommierten US-Historiker Timothy Snyder gesprochen, der an der Yale University forscht und am Wiener Institut für die Wissenschaft von Menschen. Zu Beginn habe ich Professor Snyder allerdings via Skype gefragt, ob er nach dem Sturm aufs Kapitol vor 2 Wochen auch für die Angelobung morgen Probleme erwartet. Der 6. Jänner ist schon eine Warnung gewesen. Was für mich am wichtigsten ist, ist, ob der neue Präsident Biden, die neue Vizepräsidentin Harris, in der Lage sind, eine neue politische Atmosphäre zu schaffen, in der die amerikanische Bürger ruhig und faktisch miteinander reden können.
Wir haben 4 Jahre lang mit so einem Präsident gelebt, der ganz ständig lügt. Also der lügt professionell und tagtäglich. Und der am Ende diese große Lüge gesprochen hat, dass das mein Land, meine Gesellschaft sozusagen für Faschismus vorbereitet hat. Das ist kein faschistisches Land, das ist kein Faschismus. Aber wenn man so eine Lüge dient, wenn man glaubt daran, an etwas so Großes, aber auch Falsches, hat man ein großes Problem mit Politik. Mit der großen Lüge meinen Sie die Behauptung von Trump, dass die Wahl gestohlen wurde. Jetzt hat Trump, Sie haben es schon gesagt, als Präsident mehr als 30.000 Mal öffentlich die Unwahrheit gesagt. Er hat praktisch jede Regel missachtet, an die sich amerikanische Präsidenten in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten gehalten haben. Er ist ganz offen rassistisch, sexistisch, er ist oft einfach bösartig und gemein. Und trotzdem haben ihn 75 Millionen Amerikaner gewählt. Warum? Ja, also das ist sozusagen ganz normal. Also ich bin nicht der Meinung, dass alle meine Mitbürger sind nicht gemein. Ja, aber ich würde so sagen, wir haben Probleme. Ja, wir haben ein Problem mit Rassismus. Donald Trump hat dieses Problem sozusagen erklärt. Wir haben ein Problem mit Ungleichheit. Es gibt viele Amerikaner, die, und das ist verständlich, ja, die erwartet haben, dass das Leben besser wird, und das Leben ist nicht besser geworden. Wir haben auch ein Problem mit Medien. Und ich glaube, das ist für Österreich eigentlich sehr wichtig. Wir haben das Problem, dass die sozialen Medien dominieren, dass die lokale Medien sehr schwach ist. Und in eine solche Situation ist, wenn man charismatisch und klug ist, hat man dann die Möglichkeit, die kleine Lüge und auch am Ende eine große Lüge fortzusetzen. Und das hat Trump gemacht. Also ich würde es so sagen, es ist nicht so, dass die Amerikaner so exotisch sind, so anders sind. Es ist eher jetzt, dass Europäer können ein paar Warnungen bekommen von Amerika. Einmal war es umgekehrt. Ja? Also die Amerikaner haben Warnungen von Europa bekommen. Jetzt ist es so. Welches Erbe wird denn Donald Trump hinterlassen? Also das ist ein bisschen unmodisch zu sagen, aber Klimawandel. Klimawandel. Wir haben 4 Jahre lang nichts gegen Klimawandel gemacht. Und das ist natürlich ein großes, großes Irrtum. Und das hat viel gekostet. Zum Zweiten diese politische Atmosphäre, in der es sozusagen keine Wahrheit gibt. Es gibt nur Glaube. Es wird also Jahre, Jahrzehnte dauern, bis man nicht in so einer Gemeinschaft von Glaube lebt, aber in einer Gemeinschaft, wo die Fakten noch zahlen. Also man muss die Medien aufbauen, man muss Faktualität und Wahrheit als Werten betrachten, und das wird dauern. Aber es kann doch jetzt im Jänner 2021 beginnen. Glauben Sie, dass Donald Trump in 4 Jahren noch mehr kandidieren wird, und hat er eine Chance? Also es ist ganz, ganz möglich, dass ich Unrecht habe, aber es scheint mir nein. Also ich glaube, es ist wahrscheinlicher, er wäre im Gefängnis oder in Russland als in dem Weißen Haus. Aber das Problem ist, wie Sie schon gesagt haben, es ist nicht nur Trump. Das Problem ist die Lüge. Das Problem ist die politische Atmosphäre. Ja, das muss inzwischen geändert werden. Also ab jetzt ist Trump persönlich nicht mehr das Problem. Ab jetzt sind wir das Problem. Sagt der US-Historiker Timothy Snyder, unter anderem Autor des sehr lesenswerten Buches über Tyrannei. Und damit wechseln wir das Thema und schauen uns die aktuellen Corona-Zahlen in Österreich an. Seit gestern wurden knapp 1.500 neue Fälle registriert. Der 7-Tage-Schnitt liegt damit weiter bei rund 1.800. In den Intensivstationen ist die Lage stabil. Dafür wurden in den letzten 24 Stunden aber wieder 77 Todesfälle gemeldet. Diese Zahlen soll der verlängerte Lockdown ja alle deutlich nach unten bringen, mit geschlossenen Läden, Lokalen, Veranstaltungen und Schulen. Aber in den Kindergärten
merkt man wenig vom Lockdown. Dort herrscht fast üblicher Betrieb und viele Pädagoginnen fühlen sich im Stich gelassen. Hier im Kindergarten der Theresianischen Akademie in Wien ist vom Lockdown wenig zu spüren. 90 der 130 Kinder sind anwesend. Tendenz steigend, sagt die Leiterin. Wir haben dann die Gruppen voll. Die Pädagoginnen sollen aus pädagogischen Gründen keine Masken tragen. Ist auch ganz wichtig für die Kinder, damit die Mimik, die Gestik der Pädagoginnen also wirklich gut sehen zur Sprachförderung. Aber natürlich Kontakt haben wir mit den Kindern. Wir können nicht Abstand halten. Bis auf den ersten Lockdown im Frühjahr war der Kindergarten offen wie gewohnt. Unterstützung von der Politik? Fehlanzeige. Während Schulen, aber auch Pflegeheime häufig Thema waren, herrschte punkto Kindergärten meist Schweigen. So auch bei den Regierungspressekonferenzen vergangenen Sonntag. Der Kindergarten, die Kinderkrippe ist mit keinem Wort erwähnt worden. Zwei Kinder und eine Pädagogin waren hier im Kindergarten bisher infiziert, Quarantäne inklusive. Kinderkrippen oder Kindergartenkinder stecken sich genauso häufig an wie etwa Schulkinder. Das hätten Studien aus Polen oder Deutschland basierend auf das Contact Tracing gezeigt, sagt der Infektiologe. Weil kleine Kinder aber kaum Symptome zeigen, werden sie meist übersehen. So kleiner Erkältungsanflug hat man das Gefühl oder auch oft Bauchschmerzen, Durchfälle. Und werden dann nicht getestet, weil es recht harmlos abläuft. Die Kinder geben das Virus aber an Eltern oder Pädagoginnen weiter. Das belegt auch eine Studie der Krankenkasse in Deutschland. Von allen Berufsgruppen werden Erzieherinnen und Betreuerinnen am häufigsten wegen einer Covid-19-Infektion krankgeschrieben. Auf 100.000 Beschäftigte kommen in der Kinderbetreuung 2.672 Corona-Erkrankungen. Auf Platz 2 folgen medizinische Fachangestellte. Platz 3 belegen Ergotherapeuten. Danach Hauskrankenpflegerinnen, Sonderschullehrerinnen, Zahnärzte und Angestellte in Krankenhäusern und Pflegeheimen. In Deutschland fordert das Kindergartenpersonal seit Monaten Hygienepläne von der Politik. Auch in Österreich fehlen bis dato eigene Schutzkonzepte. Insofern kann man eigentlich nur auf das Konzept zurückgreifen, möglichst viel testen und auf der anderen Seite möglichst wenig Vermischung zwischen den Gruppen, sodass das getrennte epidemiologische Einheiten sind und natürlich eben möglichst wenig Kinder in den Kindergärten schicken. Die Häuser sind derzeit aber beinahe voll. Die Betreuungsquote liegt im Schnitt bei etwa 60%. In Tirol sind die wenigsten in den Kindergärten. Aus Kärnten liegen aktuell keine Zahlen vor. Im Dezember lag die Quote aber bei 86%. Dieser Wert könnte heute noch höher sein. Die Leiterin des Kindergartens wünscht sich eine klare Regelung, welche Eltern ihre Kinder schicken können und welche nicht, wie es im ersten Lockdown der Fall war. Wenn wir jetzt nur die Hälfte hätten, wenn nur 10 oder 12 in der Gruppe wären, dann ist es natürlich das Risiko einer Ansteckung ein anderes, als wenn da 25 Kinder oder 20 in einer Gruppe sind. Bis jetzt wurden nur Verdachtsfälle getestet. Die Gewerkschaft fordert, dass alle Kindergartenmitarbeiterinnen regelmäßig getestet werden. Und zwar wöchentliche freiwillige Testungen, wo die Kolleginnen und Kollegen das auch vor Ort machen können. Also nicht, dass sie wieder dann im Dienst fehlen, sondern dass es wirklich vor Ort alles vollzogen werden kann, gebracht wird und abgeholt wird. Und das ist halt jetzt wirklich in Wien die Woche super gelungen, wird auch sehr gut von den Kolleginnen und Kollegen angenommen und das fordern wir jetzt auch österreichweit, weil es brauchen alle Kolleginnen, wurscht, ob im Burgenland, in Vorarlberg oder in Salzburg. Und auch beim Impfen soll das Kindergartenpersonal möglichst früh an die Reihe kommen, so der Wunsch. Und beim Thema Impfen bleiben wir gleich. Laut Gesundheitsministerium wurden bis heute Abend exakt 140.232 Menschen in Österreich gegen Corona geimpft. Das sind umgerechnet knapp 1,6% der Bevölkerung. Allerdings ist das regional ziemlich unterschiedlich. In Niederösterreich sind es erst 1,23%. In Vorarlberg sind es genau doppelt so viele. Und einer davon ist der Bürgermeister von Feldkirch. Der 65-jährige ÖVP-Politiker hat sich am Wochenende in einem Seniorenheim impfen lassen, was nun für Riesenaufregung sorgt. Doch er ist nicht der einzige Gemeindechef, der seine Impfung ungewöhnlich früh bekommen hat, wie Martin Thür und Patrick Kuska berichten. Hier in diesem Seniorenheim in Feldkirch hat sich Bürgermeister Wolfgang Matt von der ÖVP am Wochenende impfen lassen. Und das, obwohl vor ihm noch mehrere Hochrisikopatienten und Patientinnen auf eine Impfung gewartet hätten. Die diensthabende Ärztin Susanne Furlan hat sich deshalb anfangs geweigert, den Politiker zu impfen, erzählt sie im ORF-Radio.
dann bin ich gleich einmal nach hinten marschiert und dann haben sie gesagt, ja, die sind da zum sich impfen. Da habe ich gesagt, na, also die bin ich bereit, sie zu impfen, weil sie einfach nicht in diese Gruppe jetzt gehören, die jetzt angemeldet ist. Die können sich dann impfen lassen, wenn sie so weit sind. Das heißt, also in der nächsten Phase oder wo die Politiker auch dabei wären. Der Bürgermeister bestreitet, dass vor ihm noch andere auf die Impfung gewartet hätten. Er hätte die letzte übrig gebliebene Dosis erhalten. Natürlich wären da noch gewesen. Ich habe es leider nicht mehr gesehen, weil sie wahrscheinlich schon einen Teil weggeschickt haben, weil sehr viele vor der Türe gestanden sind, die noch den Impfstoff haben wollten. Auch aus anderen Bundesländern, etwa aus Oberösterreich, der Steiermark oder Tirol, kommen Nachrichten über Politikerinnen und Politiker, die sich bei der Corona-Impfung vorrein haben lassen. So wurden auch der Enser SPÖ-Bürgermeister oder der FPÖ-Vizebürgermeister aus Eberschwang in Oberösterreich bereits geimpft. In Kärnten wiederum ermittelt nach einer Anzeige die Staatsanwaltschaft. In Feldkirch sieht sich der Bürgermeister jetzt mit heftiger Kritik konfrontiert. Für Landeshauptmann Markus Wallner ist das Verhalten des Bürgermeisters wenig sensibel. Die impfende Ärztin geht noch weiter. Aus dieser Aktion nehme ich heraus eigentlich, dass das im Prinzip eine Bestechung oder Korruption ist, dass jemand eine Impfung bekommt, der sie nicht notwendig hat, nicht der Altersgruppe angehört, nicht der Risikoklasse zugehört, der auch nicht im Hilfsdienst oder im Pflegedienst steht, wo dringend notwendig wäre, dass er eine Impfung bekommt. Die ÖVP steht weiter hinter Bürgermeister Matt aus Feldkirch. Erste Rücktrittsaufforderungen gibt es derzeit nur aus den Oppositionsreihen. Und ich begrüße Bürgermeister Wolfgang Matt jetzt in unserem Landesstudio Vorarlberg. Guten Abend. Guten Abend. Herr Bürgermeister, das sind ja wirklich schwere Vorwürfe der Heimärztin, die wir gerade noch mal gehört haben. Warum sind Sie eigentlich nicht einfach heimgegangen, als Ihnen die Ärztin gesagt hat, Sie kommen heute noch nicht dran, sondern sind zum Heimleiter gegangen und haben sich eine Sondergenehmigung geholt? Na, das stimmt so überhaupt nicht. Ich bin der Letzte gewesen, der das Haus betreten hat. Es war keine Menschen waren mehr vor dem Haus, die gewartet haben. Im Warteraum waren noch zwei oder drei Menschen, die auf die Registrierung und dann auf die Impfung gewartet haben. Dann hat die Ärztin gesagt, sie sind nicht in dieser Gruppe, sie kommen heute auch nicht dran. Dann habe ich gesagt, ja, das ist okay. Ich habe nur gehört, eventuell könnte Impfstoff am Schluss übrig bleiben. Wenn dem so wäre, ich wäre auf Abruf. Und deshalb bin ich dann auch in weiterer Folge in einer Warteraum, habe ich weiter gewartet. Und dann habe ich gesehen, dass Menschen angerufen wurden. Die sind dann auch gekommen, haben sich impfen lassen. Und am Schluss hat man mich dann auf einmal aufgefordert und hat gesagt, eine Dosis gibt es noch. Und dann habe ich gesagt, na, die nehme ich ganz gerne. Meine Frage nochmal, warum sind Sie nicht einfach heimgegangen? Ja, weil ich gehört habe, dass am Schluss einer solchen Impfaktion immer ein Restposten übrig bleibt. Und ich schmeiße zu Hause auch kein hartes Brot weg, sondern da wird halt noch ein Toast gemacht. Und ich denke, es ist auch schade, wenn man eine Impfdosis wegschmeißen muss. Ja. Wenn diese auf Null gewesen wäre und mir gesagt hätte, es gibt keine Impfdosis mehr, wäre ich auch anstandslos nach Hause gegangen. Ich habe auch nie reklamiert. Ich habe mich auch nie vorgedrängt. Aber Herr Bürgermeister, Sie sind Bürgermeister in Feldkirch und Sie haben heute mehrfach betont, dass Sie Eigentümervertreter des Seniorenheims sind. Wäre es dann nicht Ihre Aufgabe, diese Impfaktion so zu organisieren, dass keine Impfdosen übrig bleiben? Ja, das geht. Das wird auch so organisiert. Offenbar nicht. Es ist doch, das wird so organisiert und das habe ich versucht jetzt zu erklären. Es gibt also, man kann ja nicht ganz genau sagen, wie viele Dosen aus einer Ampulle gezogen werden. Das können zwischen 4 und 7 sein, je nachdem, wie es dem Arzt auch da gelingt. Und deshalb kann auch nicht ganz genau berechnet werden, wie viele Menschen in einer Impfaktion dann wirklich durchgeimpft werden können. Und wenn am Schluss Impfdosen übrig bleiben, so gibt es eine sogenannte Backup-Liste. Und aus dieser Backup-Liste werden Personen angerufen oder beziehungsweise vorher schon in Bereitschaft gestellt. Und der Bürgermeister hat sagen, aber Mitarbeiter im Heim, es wären genügend andere Personen noch da gewesen, unter anderem vom mobilen Hilfsdienst. Aber selbst wenn das nicht so war, das Altersheim, in dem Sie waren, ist im Stadtteil Giesingen. In Giesingen wohnen 450 Menschen über 80. Niemand von denen wollte sich impfen lassen am Sonntag.
Na, die waren nicht auf der Backup-Liste. Auf der Backup-Liste. Aber die wohnen in ein paar hundert Metern Umkreis um das Seniorenheim. Ja, dann hätte man müssen diese Menschen auf die letzten 5 Minuten hin mobilisieren. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz möglich, oder? Und wir wissen das ja vorher, weiß man das ja nicht. Das weiß man keine Viertelstunde vorher, wie viel das dann noch aus einer Ampulle gezogen werden kann. Jetzt, Herr Bürgermeister, da ist die Zeitspanne sehr, sehr gering. In Vorarlberg ist erst ein Bruchteil der über 80-Jährigen geimpft. Sie haben sich aber schon vor Wochen, haben Sie heute erklärt, auf die Impfliste des Seniorenheims setzen lassen. Kommt Ihnen das nicht seltsam vor als Politiker? Nein, ich glaube, das ist gerade umgekehrt. Es gab eine große Diskussion bei uns auch in den Seniorenheimen, wie auch in anderen Betrieben, auch im Rathaus. Soll ich mich impfen lassen? Kann ich mich impfen lassen? Diese Diskussionen kennen wir. Die sind durch die Medien gegangen und es gibt nach wie vor Menschen, die einer Impfung sehr skeptisch gegenüberstehen. Ich habe immer versucht, die Impfung als Attraktivität zu proklamieren, die Mitarbeiter aufzufordern, informiert euch, ich denke, Impfen ist gut. Ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. Und das hat dann zu einer Diskussion geführt, wo es geheißen hat, ja, würdest du dich als erstes impfen lassen? Dann habe ich gesagt, für mich ist es keine Frage. Ich vertraue hier der Medizin, ich vertraue der Wissenschaft. Ich würde mich impfen lassen. Mich kann man gerne auf eine Liste setzen. Aber ich möchte sagen, das war nicht die Impfliste, sondern das war diese Backup-Liste. Und jetzt haben Sie heute im Ö1 Mittagsjournal gesagt, Zitat, als Eigentümervertreter des Seniorenheims habe ich sehr, sehr oft intensiven Kontakt zu den Bewohnern, deswegen habe ich die Impfung angenommen. Und das hat mich jetzt überrascht, weil laut der geltenden Verordnung des Gesundheitsministeriums dürfen ja alle Heimbewohner nur einmal die Woche Besuch bekommen und das nur durch einen nahestehenden Angehörigen. Warum sind Sie so viel im Seniorenheim? Wir haben vier Seniorenheime. Ich habe sehr viel Kontakt, nicht nur zu den Bewohnern, zu den Bewohnern und Bewohnerinnen in diesen Covid-Zeiten, das ist richtig, da habe ich weniger Kontakt, aber ich habe Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zur Geschäftsführung und zu den Angehörigen dieser betreuten Menschen. Dazu müssen Sie hingehen, das machen doch die meisten Menschen heute online, gerade im Pflegeheim. Das ist nicht immer alles online zu erledigen. Es sind auch besonders zum Beispiel die Gespräche mit den Angehörigen nicht immer online zu erledigen. Also es gibt einfach irgendwo immer Kontakte. Deshalb bin ich auch als Eigentümervertreter auf dieser Backup-Liste eigentlich. Aber Herr Bürgermeister, Sie müssen doch für die Gespräche mit den Angehörigen nicht ins Pflegeheim gehen. Die können doch zu Ihnen ins Rathaus kommen. Diese Menschen, die ins Rathaus kommen, kommen von ihren Angehörigen. Also ich bin da immer dieser Situation ausgesetzt. Das ist nicht nur mit Angehörigen vom Pflegenden, das ist auch sonst mit Menschen. Ich kann mich nicht in eine Glashülle zurückziehen. Es gibt immer wieder Bedarf an physischen Kontakten. Aber Sie können sich so wie die anderen Menschen, die mit Pflegeheimen zu tun haben, testen lassen. Muss man ja sowieso machen, bevor man ins Pflegeheim in Giesingen geht. Ja, ich werde regelmäßig getestet. Ich teste mich selber mindestens jeden zweiten Tag, weil ich aus dieser Verantwortung herauskomme und auch niemanden in meinem engeren Team in irgendeiner Folge anstecken möchte. Sobald ich irgendwas spüren würde, würde ich mich zurückziehen. Und deshalb habe ich auch zu Hause Testkits. Und teste mich zweimal jeden zweiten Tag und nehme an jeder öffentlichen Testung teil, an jeder Testmöglichkeit. Ich habe auch die Menschen aufgerufen zu testen und ich habe auch beim Testen habe ich gesagt, sehr gerne, ich mache das am Anfang als allererstes, wenn das sein muss. Ich möchte einfach da die Verantwortung und die Verantwortlichkeit deponieren und zeigen, dass man mit gutem Beispiel vorangehen kann. Bei der Impfung habe ich mich hinten angestellt, das möchte ich nochmal sagen, hinten angestellt, gut. Aber dann auch nicht gedrückt. Gut, Herr Bürgermeister, das bestreiten jetzt irgendwie natürlich einige Leute im Eigenheim, im Seniorenheim, dass sie sich hinten angestellt hätten. Vor der Impfung muss man sich ja möglicherweise nicht drücken, weil sehr, sehr viele Menschen gern geimpft werden möchten. In Feldkirch leben 1750 Menschen über 80. Wie viele von diesen 1750 sind schon geimpft? Also wir haben jetzt alle Seniorenheime durchgeimpft.
Per heute haben wir die 4 städtischen Heime mit den Mitarbeiterinnen, mit den Mitarbeitern, teilweise Mitarbeiterinnen des mobilen Hilfsdienst, teilweise auch pflegende Angehörige, besuchende Angehörige. Wir haben hier diese Heime an sich, können wir jetzt als Aufgabe abhaken und uns der nächsten Gruppe widmen. Und wie viele von den über 80-Jährigen, die nicht im Heim leben, sind schon geimpft? Das kann ich hier nicht sagen. Darüber habe ich keine Aufzeichnung. Gut. Sie sind 65. Auf der Homepage der Gemeinde steht gleich am Anfang eine persönliche Botschaft von Ihnen an die Feldkircher, die beginnt mit dem Satz: Ich werde mit großer Vorsicht an heikle Themen herangehen und mit Bodenhaftung die gesteckten Ziele verfolgen. Es gilt, stets die Auswirkungen mitzudenken. Es wirkt jetzt offen gesagt nicht so, als hätten Sie da mit besonderer Vorsicht und Bodenhaftung agiert und die Auswirkungen mitgedacht, oder? Ich gebe zu, dass die Auswirkung jetzt nicht optimal rüberkommt. Das stimmt, das muss ich auch selbstkritisch mir eingestehen. Es wäre wirklich besser gewesen, auf diese letzte Charge zu verzichten und zusehen müssen, wie sie entwertet oder entsorgt wird. Aber das tut mir im Herz weh. Jetzt also ganz ehrlich, Herr Bürgermeister, es schauen uns ungefähr 800.000 Leute zu. Was glauben Sie, wie viele von den 800.000 Leuten glauben Ihnen, dass man diese letzte Impfdosis weggeworfen hätte? Das ist Tatsache. Das müsste man, weil wenn niemand mehr da ist, der die Impfung aufnehmen kann, muss sie entsorgt werden. Die Ärztin, die Impfung gemacht hat, sagt, es wären genügend Leute da gewesen. Ja, das stimmt eben nicht. Sie sagen, die Ärztin lügt. Ich sage, sie hat eine andere Wahrnehmung. Dann bitte müsste man das objektiv von Zeugen sich auch sagen lassen können. Und ich behaupte, weil ich im Warteraum war und weil ich vor dem Haus und ins Haus der Letzte war, der reingetreten ist, da ist die Schlange vorher schon alles abgearbeitet gewesen. Dann erst bin ich in das Haus. Und ich habe auch gesagt, ich stehe bis zum Schluss da. Ich habe gesehen, dass man Menschen noch angerufen hat und die gekommen sind und die dann zur Impfung vorgegangen sind. Das ist richtig. Was hätten Sie denn gemacht? Was hätten Sie denn gemacht, wenn 3 Impfdosen übergeblieben wären? Ja, ich hätte halt auch geschaut, dass noch irgendjemand, den ich irgendwie mobilisieren kann, dass der noch zu der Impfung kommt. Das hätten Sie ja mit der einen auch machen können. Ja gut, das ist richtig. Das hätte ich mit der einen auch machen können. Es schreiben die Vorarlberger Nachrichten, die ja an sich kein schlechtes Gefühl für die Stimmung im Bundesland haben, in ihrem Leitartikel heute, dass sie sich gegen jeden Impfplan, gegen jeden Hausverstand und vor allem gegen jeden Anstand vordrängen, ist nicht nur verwerflich, sondern völlig inakzeptabel. Das geht schlecht nicht. Es gibt wirklich viel Empörung in Vorarlberg und auch einige Rücktrittsaufforderungen. Denken Sie an Rücktritt? Nein, da denke ich nicht an Rücktritt. Nicht, weil ich kein Gewissen oder kein Gefühl habe in die Richtung, sondern ich bin da glaube ich, schon auf diesem Weg, dass ich mich nicht in den Vordergrund spiele. Und ich hätte das, wenn Leute hier gewesen wären, anwesend gewesen wären, die noch eine Dosis abnehmen hätten können, dann wäre ich ohne weiteres zurückgetreten. Das wäre überhaupt kein Problem. Ich habe mich auch nie vorgedrängt. Das ist eine komplett falsche Darstellung. Wer das beobachtet hat aus neutraler Sicht, dann kann klar belegen, wie defensiv ich mich verhalten habe, wie ich abgewartet habe, wie ich gewartet habe, bis alles leer war. Und erst dann wurde mir diese Dosis verabreicht. Also einen Grund für eine Entschuldigung gibt es auch nicht? Natürlich, ich habe ja gesagt, ich bin auch sehr selbstkritisch in diese Richtung, kann mich auch entschuldigen. Da fällt mir auch kein Stein aus der Krone, wenn das Verhalten falsch gewesen wäre, dass ich da irgendjemanden unter Druck gebracht hätte. Soll ich mich jetzt entschuldigen, dass ich diese letzte Dosis genommen habe? Ich könnte mich entschuldigen in die Richtung, dass mir nicht eingefallen wäre auf die Schnelle, wer jetzt das noch nehmen könnte, die nächsten 10 Minuten. Also Sie entschuldigen sich nicht? Ich kann mich schon entschuldigen, wenn man Wert drauf legt, aber sagen Sie mir bitte, soll ich mich entschuldigen, dass ich diese letzte Dosis genommen habe? Letzte Frage, die zweite Impfung für Sie wäre in 3 Wochen fällig. Werden Sie sich dann nochmal impfen lassen? Ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin, ja. Wann wird das sein? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das wird man mir dann sagen, wann ich an der Reihe bin. Also es muss nicht in 3 Wochen sein? Es muss nicht in 3 Wochen sein, ne? Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und wie die Vorarlberger Nachrichten am Abend berichten, hat sich auch die 44-jährige Bürgermeisterin von Rankweil in Vorarlberg im Altersheim impfen lassen, damit keine Impfdosen übrig bleiben, wie sie den VN erklärt hat.
Und an dieser Stelle müssen wir uns für heute von den Zuseherinnen und Zusehern auf Dreisat verabschieden. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag für Sie. In Deutschland haben sich Bund und Länder auf eine Verlängerung des Lockdowns geeinigt. Gastronomie, Einzelhandel mit Ausnahme von Supermärkten sowie Schulen und Kindergärten bleiben bis einschließlich 14. Februar geschlossen. Bis dahin soll eine Arbeitsgruppe ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie erarbeiten. Italiens Premier Giuseppe Conte hat die Vertrauensabstimmung im Senat gewonnen. Die Mehrheit der unabhängigen Senatoren hat für ihn gestimmt. Conte war auf ihre Unterstützung angewiesen, nach dem Platzen der Koalition mit der Partei des früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi hatte er im Senat keine Mehrheit mehr. Drei österreichische Holzkonzerne sind in Rumänien zu einer Strafe von insgesamt 26 Millionen Euro verurteilt worden. Sie sollen für illegale Abholzungen in Nationalparks mitverantwortlich sein, indem sie Holz aus Lagern in Rumänien gekauft haben. Umweltschützer fordern volle Aufklärung und schärfere Kontrollen des Holzhandels. Die Eintragung für die drei derzeit laufenden Volksbegehren Tierschutz, Ethikunterricht und Impffreiheit war gestern und heute wegen technischer Pannen zeitweise nicht möglich. Mittlerweile sind die Probleme behoben, heißt es im Wirtschaftsministerium. Die Server einer Partnerfirma seien wegen der vielen Anfragen überlastet gewesen. Auf der italienischen Insel Sizilien ist der Vulkan Ätna ausgebrochen und spuckt bis zu 300 Meter hohe Lavasäulen in die Luft. Mitte Dezember ist er erwacht und seitdem strömt immer wieder Asche und Lava aus dem Ätna. Und zum Schluss der Sendung noch ganz kurz eine skurrile Geschichte aus Südengland, wo die Polizei eine kleine illegale Corona-Party aufgelöst hat. Die Beteiligten waren ob der Anzeige aber ganz erstaunt, von einer Pandemie oder irgendwelchen Verboten hätten sie noch nie gehört. Sie würden nämlich keine Nachrichten verfolgen. Die Polizisten waren not amused. Das Wetter. Morgen früh können die Straßen im Osten glatt sein. Rasch wird es aber trocken und mit föhnigem Südwind lockern Wolken und Nebelfelder auf. In der Folge ist es zeitweise sonnig. Dichtere Wolkenfelder machen sich hauptsächlich im Süden bemerkbar. Dazu wird es deutlich milder mit 1 bis 9 Grad. In Föhnregionen sind auch über 10 Grad möglich. Föhnig geht es weiter und die Temperaturen steigen noch ein wenig. Am mildesten wird es am Freitag, allerdings auch wieder unbeständig. Unbeständig verläuft auch das Wochenende und mit Westwind kühlt es ab. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 500 Meter. Morgen wird Joe Biden als US-Präsident angelobt, wie wir schon berichtet haben. Und jetzt gibt kreuz und quer Einblicke in eine Gedankenwelt, die unter den Fans seines Vorgängers weit verbreitet ist. Jene der Kreationisten. Sie glauben an die Sintflut und an die Arche Noah, die sie im US-Bundesstaat Kentucky den Angaben der Bibel gemäß nachgebaut haben. Im Inneren ist die Erdgeschichte aus ihrer Sicht zu bestaunen, wonach alle irdischen Lebewesen nicht älter als 10.000 Jahre sind. Und zur Angelobung von Joe Biden ist in der ZIB-Nacht heute unsere langjährige USA-Korrespondentin Hannelore Veit zu Gast. Um 22.56 Uhr in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.